was geht ab? Es ist wieder Open Mic, dein Graffiti Coach. In dem heutigen Video zeige ich dir mal, welche Dosen ich benutze und was für Caps cool sind. So, wir fangen jetzt gleich mal hier mit der ersten Dose rechts an. Belten Molotow Premium ist eine super geile Qualitätsdose. Ich benutze die persönlich ja, eher für eckige Geschichten, ja, also wirklich für Blockbusters, für jegliche Art von Style, wo du halt einfach sehr gerade, straighte Linien brauchst, dazu benutze ich die Dose. Auch hin und wieder mal für Characters, weil der Druckpunkt hier sehr stabil ist. Ja? Das heißt, die Dose hört auch wirklich genau da auf, wo du den Finger hochhebst. Ja? Der Flow ist einfach sehr straight und deswegen nutze ich die einfach dann speziell für diese Art von Styles. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Dose und zwar die Gold von Montana. Ist von der Farbqualität auf dem gleichen Level wie die Belten Premium. Der einzige Unterschied, den ich jetzt persönlich hier sehe, ist einfach, der Druckpunkt ist etwas softer. Das heißt, du kannst schon ein bisschen mehr Flow reinlegen. Vom Druck an sich, der rauskommt, ist immer eine Sache der Caps, die man auch benutzt natürlich bei beiden. Aber jetzt rein so von den Caps, die jetzt ich verwende, die ich dir nachher auch vorstellen werde, ist sie einfach ein bisschen softer. Ja? Heißt, geht ein bisschen mehr in die flowige, stylischere Richtung. So, dann kommen wir zur nächsten Dose, die Montana Black. Die ist nochmal eine Nummer softer vom Malverhalten her. Ich persönlich nutze die gerne für Bubble Styles oder wo halt einfach sehr viel Swing in den Buchstaben sein soll. Dadurch, dass hier die Düse etwas softer reagiert, hast du halt einfach ein bisschen mehr Flow. Ja? Ich würde das jetzt nicht höher stellen als jetzt zum Beispiel hier eine Belten Molotow. Wie gesagt, ist es auch immer eine Frage des Styles, den du malst und auch eine Frage des Geschmacks, was dann natürlich noch reinkommt. Aber mein Tipp für flowige Buchstaben, die softe Nummer. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Dose hier, die Flame Blue. Also in meinen Augen ist das eine komplette Anfängerdose, was einen Vorteil hat, dass die Dose nicht so schnell läuft. Ja? Also wenn du jemand bist, der noch nie eine Dose in der Hand gehabt hat, kann ich dir die auf jeden Fall empfehlen. Du kannst sehr langsam auch malen und die Farbe steht trotzdem stabil auf der Wand. Also ist auf jeden Fall eine super, super Anfängerdose. So, dann kommen wir hier jetzt zur letzten Dose, die Flame Orange. Das ist eine High-Pressure-Dose. Wie der Name ja schon sagt, High-Pressure, großer Druck. Deswegen würde ich auf jeden Fall die als Anfänger nicht empfehlen, die als erstes zu nutzen, sondern wirklich erstmal hier mit den ersten vier Dosen anzufangen und einfach auch ein persönliches Feeling zu entwickeln. Also alles, was ich dir jetzt gerade als Tipps weitergegeben habe, sind meine persönlichen Empfehlungen durch meine Erfahrung, aber mach du auch deine eigenen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache. So, dann kommen wir mal noch zu den Caps, die ich persönlich so nutze. Es gibt auf dem Markt ja eine recht große Palette mittlerweile von verschiedenartigen Caps, die verschiedenartige Sachen können. Ja? Ich sage euch ganz ehrlich, es reichen 3 bis 4 Caps, das ist meine Erfahrung. Ja? Klar, ihr müsst auch mal eure eigenen Erfahrungen machen, könnt auch mal einzelne von diesen verschiedensten Caps, die es da so gibt, kaufen. Ich rate euch aber anfangs einfach erstmal zu 3 Basic Caps, die auf jeden Fall gut funktionieren. So, als allererstes haben wir hier das Level 1 Ultra Skinny Cap. Ich persönlich nutze das gerne für Outlines, aber auch für Fill-ins innerhalb der Buchstaben. Ja, Designs und so weiter ist in meinen Augen echt ein cooles Universal-Cap. Und der Vorteil bei diesem Cap ist wirklich, dass es richtig, richtig saubere Kanten einfach macht. Schwer zu empfehlen. Zieht euch das Ding mal rein. So, als zweites Cap hier haben wir einen Soft-Fat-Cap. Meiner Meinung nach optimal, um einen schönen Hintergrund auszufüllen, aber auch um schöne Farbverläufe zu machen und so weiter. Alles, wo ihr große Flächen bearbeitet, ist das ein spezielles Cap. Es ist nicht zu fett. Das heißt, ihr habt schöne Kanten auch noch auf der Seite, obwohl es ein Fat-Cap ist. Und einfach mal ausprobieren. Also schwer zu empfehlen auf jeden Fall. So, das dritte Cap hier ist ein Ultra-Fat-Cap. Wie der Name ja schon sagt, könnt ihr einen richtig dicken Balken damit ziehen. Vorteil ist, ihr könnt, wenn ihr einen großen Auftrag zum Beispiel bekommt oder habt, schöne große Flächen ausfüllen, sehr schnell damit arbeiten. Nachteil ist natürlich, die Dose ist ruckzuck leer. Auf jeden Fall, das sind so diese 3 Grundcaps, die ich persönlich einfach gern verwende. Ihr müsst, wie gesagt, selber ausprobieren. Von jedem Cap vielleicht mal eins kaufen, selber mal testen. Aber ihr werdet sehr schnell feststellen, es wird sich runter reduzieren auf 3 Caps. Hier haben wir jetzt mal das Ultra Skinny Cap. Ich demonstriere dir das jetzt mal an der Stelle. Ich gehe mal ganz nah ran, das heißt, ich berühre mit der Dose fast die Fläche. Ja.
Dann gehe ich mal so 2 bis 3 cm weiter weg. Gehe mal so 4 bis 5 cm weiter weg. Und jetzt sind wir schon hier am Maximum. Ihr könnt sehen, hier ist das Gap sehr scharfkantig. Da wird es ein bisschen verstreuter. Hier sieht man schon mehr Nebel und hier ist dann auch die Range von dem Cap zu Ende. Das ist so die Gesamtrange, mit der ihr arbeiten könnt mit dem Cap. Dann haben wir hier einmal das Soft Cap. Das zeige ich euch auch gleich mal. Das Soft Fat Cap. Entschuldigung. Geh mal wieder ganz nah ran. Ja. Geh mal wieder 2-3 cm weg. 5. Noch mehr. Und jetzt seht ihr, fast halber Meter. Nebel das ganze Ding nur noch so rum. Ja. Das ist in dem Fall die Range. Und jetzt kommt natürlich der Oschi. Das Ultra Fat Cap. Ganz nah ran. Weiter weg. Noch weiter weg. Und wenn wir dann wieder beim halben Meter sind, habt ihr dann diese Range. Ja. Wie du gesehen hast, hinten auf der Fläche 1 cm bis ca. 10-15 cm haben wir eine Range mit diesen Caps erreicht. Und ich würde dir in Zukunft einfach nochmal ein Video zeigen, wo du einfach mit live erleben kannst, wie diese Caps im Einsatz funktionieren. Heißt, es werden auf jeden Fall Tags entstehen, simple Sachen, vielleicht auch Throw-Ups, damit du genau sehen kannst, was damit abgeht, Alter. Daumen hoch, Kommentar da lassen, Videos weiter verfolgen. Wir sehen uns. Bis dann, Dicker.